Und ich sehe keinen Grund, warum es das hier nicht auch geben sollte. SG2 gibt Bescheid, wenn es abfliegt. Ich hoffe doch, oder? Das ist unterwegs doch schon. Ich bin hier mit 4 Stukas unterwegs. Na geil. Wohin? Ah ja, da oben, Richtung Norden-Osten fliegen sie. Ja, Kurs 96. Volle Dauerlast. Ja, toll, Wolfert, weißt du? Oh Mann, der ist aber auch so ein Verpeilti, Ja, die kriegen wir schon. Der 202 ist ein Bug drin. Da haben sie nämlich auch diese scheiß Panzerscheibe. Und da ist, geht die, ist, du hast ja, wenn das, wenn's Revi bei der 202 ausfällt, hast du ja die normale Kimme und Korn. Ja. Und die Kimme hängt im Panzerglas. Mal drauf Okay. achten. Okay, scheiße. Und ich verstehe auch nicht, warum sich niemand aufregt, dass bei der Focke haben sich alle aufgeregt über den Bar, also über diese Panzerglas-Verstrebung. Bei der 202, bei der Gustav und bei der F4 regt sich niemand auf. Da ist nämlich genauso beschissen. Den Balken sieht man normalerweise nämlich auch nicht. Wir haben hier ringsrum diese blöden Balken. Rechts und links. Ja. So, wo Da sind hast die? du. Siehst du sie? Die waren in. Die fliegen, glaube ich, Kurs Ost, oder? Müssen Gegen unter uns sein. Kurs 88 gerade in die Wolken rein. In 275. 275. 275, Komma was? 1. Okay, alles klar. Musste gerade nochmal abchecken. Im Süden. Herr Schuck, bist du schon gejoint? Ich mache die ganze Zeit nichts anderes. Jetzt steht auf 82 Personen, Jetzt, ne? jetzt. In 20 Sekunden wird einer gekickt. Kannst auch jetzt schon raus. Gerade einer raus. Nee, ganz vergessen. Es kommt schon Was hast noch. du für eine Leitung? Eigentlich eine recht gute. Jetzt, da hat jemand das Spiel verlassen. Der Mario. Oh, okay. Linkster Position. 275,2. Ich glaube, es kommt auch darauf an, was du für eine Festplatte hast. Ich habe zum Beispiel eine SSD und habe immer recht gutes Glück. Ich bin jetzt schon wieder drin, nachdem ich draußen war. Der konnektiert bei mir auch echt schnell. Ja, ich sehe es hier springen auf 82, dann mal auf 81, aber. Seid ihr schon über den Wolken? Jetzt wieder auf 82, aber geht nicht. Weil die hauen mir gerade ein bisschen. Ah, hier sind sie. Vermute, dass da noch ein paar In Leute den mehr Wolken sitzen. drinne. 5 Stukas von mir. Okay. Winger, bist du noch am Start, ja? Bist du Ja, orientiert? ja, ja. Nee, jetzt gerade nicht. Ich bin gerade angesprochen worden hier. Okay, alles klar. So, was? Wo sind sie denn? Die müssten hier so ungefähr bei uns sein. Da ist auch eine Messer über mir, über den Wolken. Ja, achso, da ist eine Messer auf 9 Uhr. Kurbelt da rum. Sehe nix. 9 Uhr tief, fast 10. Auf folgende Höhe. Okay.
Seh nix, bin blind. Ja. Dieser Turn. Hat irgendjemand in 276-2. Okay, Hertha links. Hat jemand von euch seit dem neuesten Patch überhaupt nochmal einen Spielcrash gehabt? Ja, ich hab sehr viele. Okay. Ja, ich habe auch sehr viele. Vorne auf 11 ist jetzt was. Ja, da steigt was hoch, ja. Und das mit dem Stabi, das hilft, gell? Marsch. Was für ein Stabi meinst du jetzt? Stabi auf Höhenruderachse. Ach so, nee, das mache ich nicht. Ich mache das separat auf dem Warthog. Echt? Selbst schuld. 11 Uhr, Kontakt. Ja, ist das Luftkampf? Was machen die denn da? Nee, okay. Das sieht aber klug aus, was da gerade hochging. Was da hochgeht, ist komisch, ne? Ja, das ist nämlich ein Russe. Ja, okay, Kampfleistung. Oh je. Ach, der Deutsche da, gleich ist er Toast. Ja, der steigt ihm doch mit. Oh je, schau dir das an. Ah, oh Gott, nein. Bist du dran, Winger? Ich gehe ran, ja. Okay. Treffer. Ja, da ist was gegeben. Schön. Da kommt noch was rein. Der ist weg. Horido. Horido. Marsch, kurz Posis. Ja, ich glaube, ich war... Mach kurz... Ja, rechts von dir. 3 Uhr bin ich. Wo steckt ihr? Bei der feindlichen Artillerie? Oder wo? 277-2. 277, ja. Okay. Schmausch. 3 Uhr unterhalb. Hinter den Stuckers ist was. Ich bin ein bisschen zurück hinter den Stuckers, ne? Okay, dann mach mal kurz Posis an, bitte. Ja, alles klar, das bist du. Ja, ich hab den Tausender drunter. Ich will nicht die ganze Kampfleistung hinter den herfliegen. Ich nehme, mach wieder Normalleistung und steig etwas. Ich bin jetzt nördlich den Stukas. Ich sehe dich. Muss man da nicht die ganze Zeit den Knüppel nach vorne drücken bei hohen Geschwindigkeiten? Wir haben noch 2 weitere Kontakte auf deiner 4 Uhr, 5 Uhr. Ja. Die fliegen oberhalb. Von euch oberhalb von den Stukas. Die sind etwa bei 13,7 und fliegen Kurs Stukas. Guck mir die an. Da ist irgendjemand, der geht über Lisa hoch. Das bin ich gerade. Mach mal Posis. Nee, das bist nicht du. Die Kontakte hinter den Stukas, was ist das? Ich flieg gerade hin und guck sie mir an. Gegner, oder? Kannst noch nicht sagen. Ich habe auch einen Kontakt auf meiner 5. Gucken wir es jetzt an. Ich glaube, das ist eine Maki. Ja, so. Maki. Seid ihr auf dem Kurs zum Marktplatz oder auf Heimatkurs? Wir sind. Wir sind zum Marktplatz unterwegs. Ja, klar. Muss man nicht die ganze Zeit den Knüppel nach vorne drücken bei hohen Geschwindigkeiten, wenn man sich die Trimmung auf die Y-Achse legt? Nein. Gibt keinen negativen Effekt davon.
Das ist ja irre. Du kurvst nur besser. Und musst nicht mehr kotzen, wenn du im Hochgeschwindigkeitsanflug bist, dass dir das Ding die Nase hochzieht. Und dann regelst du den Stabi nach. Und dann bist du auf einmal zu hoch, zu tief. Zwischen den Stukas rum. Wir sind oben drüber. Okay. Hallo zusammen, Otto. Hallo Otto. Hallo. Der Emil macht einen Stream gerade, Otto. Okay. Nicht verwechseln mit einem Strip. Den machst du dann später. Was heißt das? Bist du mit Sprecher oder ist das egal? Nein. Nur, dass du Bescheid weißt. Ja. Kannst du dir selber aussuchen, was du jetzt auf diesem Stream sagen möchtest. Ah, okay. Premiere ist erst einmal mit Windows 10 unterwegs. Oh. Oh, neu installiert. Oder geupgradet. Ja. Ja, oder kommen okay. Zwei weitere Kontakte rein. Von der weiten 6 der Stuckers. Deutsch. Ich steige jetzt gerade über Rolf, über den Stukas. Wird's gedreht nach Lisa. Wie lange braucht ihr zum Ziel? Wir sind da. Die werden demnächst stürzen. Ihr seid auf links. Ja. Rings of Locked Unlocks. Ah. Ja. Ich habe auch schon gestänkert im Forum. Da ist was nördlich von den Stukas, schnell, auf der gleichen Höhe. Jetzt über der Wolga, aber ist die Maki. Stukas drehen jetzt leicht nach Süden. Lange gezogene Kette. Viktor, ich bin auch oben drüber, leicht nordversetzt. Wir sollten mal wieder eine Rotte bilden. Stürzen, wo bist du? Ich bin nördlich von den Stukas. Ich bin auf der Nord. Die Flak. Flak geht los. Auf welchem Kirchturm geht der rein? Wir sind aktuell 3,5. Die Stukas sind auf 3. Bitte, ich bin eine Minute da. Stukas stürzen, glaube ich. Ja. Viktor, ja. Ja, Treffer, oh ja, nice. Oh ja. Ich kreise über Rolf über der Insel mit angemachten Posi-Swinge. Über der Insel? Ja, die gerade angreifen, die Insel. So eine Insel, oder? Ja. Auf welchem Kirchturm? 3,5. Ist auf meiner Höhe. Na gut. Bin auch im Rolfkreis, gerade auf Westkurs über der Insel. So, ich hab auch mal losgemacht hier. Jetzt sollten wir aber unsere Stukas im Auge behalten. Ja. Ja, oh, sehr schön getroffen. Machst du mal Licht an, Winger? Ich glaube, ich sehe dich. An? Ja, ich bin auf deiner 3 Uhr. Okay, ich sehe dich. Ja. Dann bilden wir mal Rotte. Kommst du bei mir rein, dann gucke ich weiter nach unten. Ja, guck nur, guck mal. Hinter mir ist noch was auf ungefähr derselben Höhe. Ich bin jetzt auch mit hier. Auf eurer 3 Uhr, glaube ich. Ah ja, alles klar, Viktor. Du fliegst maximale Dauerlast, oder? Ich flieg Dauerlast, ja. Ja, genug Sprit dabei, ist noch halb voll. Da unten fliegt was Stinkendes, eine von den Stucks.
Eine von den Stücks ist gebrochen anscheinend. Ja. Oh, bei mir geht einer hinten rein. Wo? Hosis? Er ist schon weit, er ist vorbei, der hatte ich nicht gesehen, da ist auf Kurs West. Hosis, ja, Kurs Nord. Habst du gesehen? Der ist auf Kurs West, fliegt der, ja? Kurs Nord, Entschuldigung, Kurs Nord, überm Fluss, genau. Ja, Victor, geht den Stinker an. Victor, ich geh runter. Alles klar. Vitamine bin auch mit dabei. Da ist Stinker, noch einer. Das sind mehrere. Setzt euch nicht kaputt, wenn ihr runterstürzt, gell, Jungs? Maki ist auch schon mit unten. Ich glaube, der Stinker ist wieder Scheißkerl. Ja, ich gehe jetzt greife ich an. Ah, ich glaube, der macht irgendwas Komisches. Habe ihm ordentlich eingeschenkt. Ich auch. Weggesagt. Da reißt es ihn hin. Arschloch. Horridowinger. Du hast gesagt, da ist noch jemand, Emil. Ich habe nichts gesagt, nein, ich habe nur den einen gesehen. Okay. Ja, dann steigen wir wieder ein bisschen mit Kampfleistung. Na, da spawnt er weg, ne? Ist jemand vor euch auf Kurs West auf Höhe der Stukas? Ich bin drüber über Wolken hier. Nicht. Ich kreise in einer Lisa über der Insel. Wo sind die Stukas, damit ich wieder dazu kann? Direkt über der Insel, noch. Ah, okay, ich bin Ziel auf Westkurs schon. Sehr schön. Da ist was, kommt von Osten auf die Stukas rein. Ich bin das, steige gerade. Okay, ja. Achtung, wir haben hier einen Russen auf Cloud. Ja, auf Wolkenhöhe. Wenn du mich noch siehst, auf meiner 3 Uhr, er ist jetzt auf Kurs Nord, am Flussufer, Wolkenhöhe. Geht jetzt auf eine rauchende Stuka, da drüber ist er ungefähr. So, ich komme. Bin jetzt blind. Kurbelt der jetzt nach? Ich bin blind gerade. Ich glaube, er ist bei dem Rauchenden. Bin über der Insel, sehe nichts. Hallo 20. Ich bin über der Insel, hallo 30. Weiterhin blind. Ah, ich sehe den Stinker, der ist nordversetzt, fliegt Richtung West rüber, unter den Wolken. Ah ja, genau, ja, sehe ich jetzt gerade auch. Ist aber frei, so wie ich die Sache sehe. Da fliegt aber über der Wolga, fliegt noch was Richtung Südwest jetzt. Ich drehe da scharf. Direkt über der Wolga, unter Wolkenhöhe. Ah, ja, genau. Ist jemand von euch auf Kurs Nordwest auf Wolkenhöhe? Negativ. Victor. Dann ist das... Achso, weiß nicht, ob du das jetzt bist. Linker. Ist eine Stuka. Stuka, okay. Ah, hier ist aber definitiv Rose, wird gerade geschossen. Wo unten unter der Wolke, oder? Wolkenhöhe über der Insel. Jetzt bin ich dran. Ah, oh, endlich. Jo. Wo seid ihr denn? Russe schießt gerade. Nördliches Ende von Stalingrad. Jemand hat eine 6. Tief unten ist es jetzt, oder? Ja, Wolkenunterhöhe. Komm runter. Untergrenze. Sind zwei Russen. Ich bin total blind. Scheiße. Das ist nördliches Ende von der Wolke. Von der Insel. Ah ja, Victor. Genau, ja, da ist eine Jack mit wenig Energie. Die hat Feuer? Jetzt gerade einen Header und Treffer bekommen. Die stinkt übel. Ja, hab Kontakt.
Greif an. Und wo ist noch ein Russe? Ist da noch ein Russe? Ist da noch ein Russe? Negativ, ist momentan nur der eine zu sehen. Soll ich nochmal auf den Stinker? Jo, den machen wir fertig. Immer drauf, ist ganz egal, wer den Abschuss kriegt. Ich geh rein. Victor, ich geh auch gerade rein. Er geht runter, glaube ich, oder? Er fliegt noch. Aufpassen. Der geht rein. Jetzt geht er, jetzt ist er weg. Horridor. Horridor. Okay, jetzt ziehen wir uns langsam Richtung West raus. Ne? Die Stukas sind auch abgeflogen, würde ich sagen, oder? Ich bin abgeflogen. Die sind im SG2, das weiß ich nicht. Ist jemand auf Grasnarbenhöhe von euch noch? Ja. Weiß nicht, ob das eine 109 hier auf der 6 ist. Ich habe eine 109. Ja. 109. Habe ich eine 109 als 6? Dann denke ich. Glaub schon, ja. Ja, okay. Weil er dir so nah hinterher flog, war ich gerade nicht sicher. Okay. Abflugkurs West. Pierre, euch drei, glaube ich. Ihr seid jetzt über dem Flugfeld, ne? Schmaus, understand? Ah ja, I can hear you. We 3.8. Sorry. 3.135, okay. We are actually in a air fight over your former target. Ah, But now we are heading there. For home, we are done yes. there, yes. We go to home, Victor, 270. 270, yes. Are you landing or are you planning to attack something else? We landing, we go to landing. Okay, yeah, so we are landing too, okay, guys? Mm-hmm. Yeah. Okay, we can do that again, next mission. Okay. There are plenty of targets left, we can do another target. Yes, we landing can choose next target. Okay. Mm-hmm. I'm go to my guys. Okay, Victor. Mm-hmm. Victor. Jetzt twitterst du langsam auch mal was mit Kommunikation und gemeinsamen Dingen angreifen. Ja. Ja, man muss nur auf Dauer die Leute irgendwie, ja, mach ich auch gerade, die Leute irgendwie zusammenfassen. Das STG-2 arbeitet ja mit dem SG-2 sowieso schon länger zusammen und ansonsten darf man sich halt auch, das ist wie in der Bar, man muss halt alle anquatschen. Man blitzt auch manchmal ab. Sehr schön gesagt. Ja, aber man muss irgendwie alle anquatschen und das mache ich irgendwie seit einem halben Jahr, quatsch alle blöd an und... Jetzt ist eigentlich so ein fester Stand. Wo steckt ihr? Ganz kurz, ich habe 2.6 in 3.5.0 auf Westkurs. 3.5.0. Victor, wir sind nördlich, nordwestlich. Ich bin auf dem Weg zur 3.1.3. Baumwipfelhöhe. Victor, mach Posis an. Wo bist du hinter uns noch? Südöstlich ist er. Ich bin jetzt in 3508, gehe jetzt auf Kurs Nordwest, Lichter sind an. Ich schieße eine Flare. Einer auf jeden Fall noch hinter mir, eine La. Okay, ja. Wir kommen mit allem, was drin ist. 3141, drehe weiter über Lisa. Jetzt geh auf Westkurs. Victor. Victor, ich sehe deine Posis. Lichter aus. Komm mal. Du bist auf meiner 12? 11 Uhr hoch. Victor, ich habe jemanden auf meiner 12. Deine 6 ist sehr weit. Deine 6 ist sehr weit. Winger, machst du mal kurz Licht. Scheiße, jetzt bist du in der Wolke rein. Ich bin im Angriff. Ich bin im Angriff auf den Russen. Der hat's gesehen, glaube ich. Nee, hat er nicht. Ich bleibe auf Kurs. Sieht gut aus. Hol ihn dir.
Jawohl, sehr schön. Der hat sich erschrocken. Ich drehe. Hätte er aber nicht rechnen können, nachdem ich eine Pistole, ach, eine Leuchtkugel abgeschossen habe. Ja, den machen wir jetzt kaputt, ja? Auf jeden bitte. Fall. Aber aufpassen, der war auch noch mit einer Jacke unterwegs, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die mitgekommen ist. Ihr seid noch 3-5-0? Victor. 3-1-3-3. Welche Höhe? Wolkenuntergrenze. Weg. Wird er gerade von der Maki angegangen? Negativ, das bin ich. Mal gehört die mir? Jetzt hat er nochmal gefressen. Naja, geht er runter. Horrido. Horrido. Ist tot, Horrido. Danke. Horrido. Wollte gerade so schön. Was? Da ist noch was. Achtung, Achtung, Beschuss. Da ist noch ein Russe. Bin blind, ich steige. Ist der in den Wolkenkurs West? Nee, nee, tief, tief unten. Ach, der ist gerade aufgeschlagen auch. Den hat jemand abgeschossen schon. Das haben wir trotzdem noch was. Bist du deswegen? Blink. Ich hab was auf der hohen 6. Ich hab 3 Kontakte hier. Also ich bin oben. Ich hab was auf der 6. Ich mach mal Licht an. Könnte das ich ja, sein? Ja, das bist du. Alles klar, Wicke. Da ist noch ein dritter Kontakt auf eurer Höhe, Wolkenuntergrenze eben gewesen, Richtung großen Nord. Wir sind jetzt wieder, wir gehen auf Westkurs. Na, war nur 109. War nur 109. Danke für eure Hilfe. Ich gehe wieder auf Sperre fliegen. Jo. Wo seid ihr? Bahnhof Gumrak, oder? Ja, wir, östlich. Wir sind auf dem Weg über den Bahnhof, fliegen wir gleich. Victor, dann fliege ich zum Bahnhof. So, Kongo. Okay. Ich warte ein bisschen, wieder zurück sein. Oh, ich habe hier 4-5 Kontakte in über den Bahnhof Gumrak. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Höhe, Höhe. Alle 12 Uhr. Also sieht aus wie ein Fliegenschwarm. Aber scheinbar alles Deutsche, ja? Ja. Dinge, alles gut. Die sind alle nicht gefährlich, glaube ich. Da ist eine Fokker. Jetzt kriege ich von der 7 was rein. Siehst du den? Mach mal, Rolf, Lisa. Ja, bin ich. Hinter dir. Achtung, du kriegst von der hohen 6 jetzt auch noch was rein. Ist aber auch ein Deutscher. Neben mir ist einer auf 2. Hinter, auf deiner direkten 6 ist was. Ja, ich mach mal Licht an. Das ist eine 109. Ja. 109. Das SG-2 ist im Radar. Auf 150 Liter. Ja, wir fliegen jetzt auch zurück. Also ich muss mir die Maschine bei Marinovka holen, ne? F4. Ja, genau. Wir gehen nach Marinovka. Dauerleistung. Dann komme ich am besten mit euch Jagdschutz machen, ne? Na, aber... Hi. Hi, Robert. Ich bin voll getankt, also ich würde noch hier bleiben, wenn sonst noch einer hier fliegt. Komm mit uns mit, dann sind wir in einer großen Gruppe und wir haben alle mehr Chancen zu überleben. F4 gibt es aber nur noch einen in Marinovka. Ja, wir kriegen ja unsere wieder. Ah, okay, dann nehme ich den mal lieber schnell. Frage Quelle. Quelle 3122, Kurs Marinovka. Jo, habe ich mir den letzten Mal gekrallt. Du musst rechts rumrollen. Ja, ich warte, bis der spawnt. Obwohl. Funkcheck, hört ihr mich? Ja, ja. Victor. Okay. Ich hatte irgendwie die ganze Zeit so Lautstärke-Balance-Probleme. Ich bin mal kurz auf Auto-Level, gleich wieder da.
wieder da. Victor? Oh. Meine Skin siehst du jetzt, oder? Marsch. Ja, ich glaube schon. Also ich war nie nah genug dran, um das sicher sagen zu können, aber ich glaube, ich sehe es anders, ja. Dann gehe ich mal mit der Leistung zurück. Kannst ja mal gucken, ob du sie siehst. 12 Uhr Kontakt, leicht oberhalb. Ja, sehe ich, ja. Steigt wie die Sau. Also ich gebe mal Leistung. Ist nur 109. Okay. Übrigens, ich habe das anisotrope Filtern über den Treiber eingeschaltet und die Kontakterkennung ist deutlich besser geworden. Das schimmert okay. Nicht mehr so, die Landschaft. Oje, oje. Das habt ihr bestimmt auch schon festgestellt, dass die Landschaft so schimmert, gell? Ich merke das, dass an den Flüssen irgendwie da, das blendet mich direkt. Ich vermute fast, dass meine Einstellung zu hoch ist. Kann das daher liegen, dass man dann die Kontakte zu spät sieht? Nee, die hier ist das nicht so. Das ist nicht Cliffs of Dover. Aha. Also bei mir schimmern auch die Flüsse nicht. Ne? Das ist sehr schön gezeichnet, muss ich sagen. Aber ich sehe Kontakte relativ schlecht. Hört ein bisschen an. Ja. Ah, wir sind auch schon auf richtigen Vektor. Bauen wir ein bisschen Geschwindigkeit ab. Teil. Landen ist jetzt leichter, ne? Ist es? Oh ja, finde ich schon. Ja, du musst gucken, dass du den Runway nutzt. Aber rauskommst schlecht. Ja, dann bist du im Arsch. Aber ansonsten, also man hüpft nicht mehr so rum, wie auf dem Schnee. So. Unten. Gott, da kommt jemand rein jetzt. Ja, ich finische. Ja, der Schmausch landet gerade. Wieso hat denn der Wolf das Spiel jetzt verlassen? Was ist denn da los? Ich hab meine F4 nicht wieder zurückgekriegt, das ist doch kacke. Ah, da ist aber eine andere doch. Die... Ich habe hier zwei EL2, die die Artillerie angreifen. Im Bankrad 421, falls jemand hier irgendwo noch mit Sprit unterwegs ist. Hinter mir, der wird ungeduldig und hat vor, in mich rein zu rutschen. Ich gehe. Ich fahr lieber mal auf Start an. Small fish here. Yes, Victor. Small fish finished today.
Okay, you're done? Okay. I'm sorry for that. Ah, no problem. Da, geht er runter. See you next Monday. Yeah, hopefully. Yes, okay. Okay. Have a nice evening. Thanks for the fly. Thank you too. Wiedersehen. Okay, bye-bye. Wiedersehen, bye-bye. Awesome work, by the way. Ah, okay. Also ich stehe auf der Startbahn, ich warte. Ah, hier ist ein Heinkel vor mir. Ah, dann sehe ich die Finger. Weiß nicht, worauf die wartet. Ah, jetzt. Ich habe nur eine mit Dreckskopfstütze gefunden. Ne, vier. Ja, ich habe auch eine mit. Aber besser als keine. Und du stehst neben der Heinkel, Digga. Hinter ihr. Dahinter, ja. Spawnpunkt? Ah, in Ofka. Also dann bin ich irgendwo ganz woanders. Vorne an der Bahn, vorne an der Bahn. Okay. Nee, sehe ich nicht irgendwie. Ach, der Typ. Ach, da, okay, da bist du. Okay, ich muss erstmal hier rum. Fahr doch außen rum, Digga. Oje, oje. Oh no, oh man. Jetzt rollt er. Hoffentlich hat er seine Bomb-Fuses off, sonst fliegen wir alle in die Luft. Mach gleich mal Rakete, bevor der mir jetzt hier noch im Weg stellt. Er hat schon im Kopf gelegt. Lulu. Zulu. Ja, Leute, ich Lisa Platzrunde. Bin gerade eben in einen reingerammt, weil der einfach nicht weitergetan hat. So, wir sind in der Lisa Platzrunde. Ich versuch's nochmal. Lubat kommt ja eh jetzt auch. Ja. Passt ja. Wir brauchen unbedingt einen anderen Server, das kotzt mich nur noch an. Ein Flieger hier. Wechselst du immer von links nach rechts, gell? Nee, ich flieg Lisa Platzrunde. Also. Und ich bin dahinter, das sollte man erkennen. 0,9 Ata. Lubat, stehst du startbereit dort rum? Nee, ich versuche gerade ein Flugzeug zu kriegen, aber da ist nur noch die G2. Weder in Marinovka noch in Pest-Bogart. Da unten schrottet gerade eine. Ja, so. Deshalb warte ich. Guck, wie sie alle neben der Bahn stehen und kriegen es nicht geregelt weiterzurollen. Man muss ja echt aufpassen, wenn du von der Bahn abkommst. Ich bin auch schon auf die Nase gegangen, kann dann ganz normalen Rollen. Die Dreckskisten wenden auch nicht. Hast du gesehen, wie einfach das Taxi mit den Russen-Flugzeugen war wieder? Ja, aber das ist mit der 202 genauso einfach. Da funktioniert die Bremse auch so. Ich stehe hier neben der 111. Ja, das ist wirklich ein Start.
Jerusalem hat nur eine Bremse gehabt für beide Räder. Der Funks-Taxi funktioniert Kurve mit der Bremse drabst, Arschstreifen im Seite, oder bei der Deutsche. Das heißt, wenn du auf die Einzelradbremse drückst, no chance bei der 109. Im Prinzip ist es ja nur eine andere Mechanik. Eigentlich dürfte es nicht so einfach gehen. Da ist was falsch gemodelt. Nee, das ist schlechter, weil du kannst bei der Russe ja nicht Einzelradbremse. Das heißt, du kannst die Bremse nicht zum Unterstützer von der Ruderfunktion benutzen. Bei der Deutsche sehr wohl. Die Russe tun ja quasi mit beiden Rädern auf einmal Bremse. Schmausch in der Luft. Otto, wo bist du eigentlich? Offline. Kommst nicht mit? Ich muss ein bisschen trainieren. Vorhin war das Server voll und jetzt will ich mal ein bisschen trainieren. Ich habe gerade mal versucht, meine Einstellungen von Joystick ein bisschen zu modifizieren, dass es nicht ganz so hibbelig ist. Und die ganze Sache, das ist schon mal ein bisschen wichtig. Weil sonst macht es keinen Spaß, wenn du nicht treffen kannst, nicht schießt. Bist du auf Normal, machst ein bisschen Vorhalttraining. Ja, genau. Nee, bin ich offline. Wirklich offline. Schieß gegen KI, mach auch da einen Griff, such zu Ziele. Du, Normal, da hast du ständig Ziele vor der Nase. Ja, schon, aber jetzt muss ich zuerst schon mal klein anfangen. Ganz kleine Brötchen. Eins am Wandel. Aber ich muss sagen, wirklich, das hat unheimlich geholfen, das Schießtraining auf Normal. Ja. Ich habe jetzt schon mal Probleme, offline gegen KI meine Maschine sauber hinter dem KI zu konditionieren. Also brauche ich nicht auf Normal gehen noch. Aktuell ist ja die KI schon schwierig genug. Winger, führst du da eine Dreiergruppe an? Ja. Wer sind die beiden hinteren? Nummer 2 ist Dingster. Und dann Emil, Schock. Oder was? Schock. Okay. Negativ, ich war jetzt nicht bei euch, ich war bei der deutschen Artillerie. Okay. Sehr gut, okay. Ich reihe mich ein hinter Schock. Jetzt fehlt nur noch Lubat, oder? Ja, ich bin in Perinovka auf der Startbahn. Und ich gehe jetzt gleich zur Landung auf der Piste in Marinovka. Ich bin etwas beschädigt. Warte. Ja, okay, hat noch Zeit. Dann fliegen wir alle zusammen los. Okay, dann machen wir aber ein bisschen Sprit sparen, oder? Ich bin schon auf 0,9 ATA. Ich gehe noch ein bisschen weiter runter. Man kann auf 0,7 wunderbar fliegen. Okay, dann 0,7. Womit fliegt ihr denn? F4? Ja. Kommt da einer gelandet jetzt in Perinovka? Im Queranflug, ja. Negativ, von uns keiner. Achso, nice. Doch, ja, stimmt. Die Lichter da. Hab ich gerade gesagt. Wollt ihr nicht mal enger aufschließen? Will nix, nee, danke. Ich flieg ja mal ein bisschen näher an den Dinger ran und geh dann wieder auf 0,7. Ja, ich hab doch die Tür aufgemacht. Mach doch die Tür ran. Ja, mal gucken, was das wird ohne Seitenruder mit beschädigten Flügeln. Sieht auch ganz stabil aus gerade. Ja, noch geht's. Ist mein Fahrwerk draußen? Kannst du es sehen? Auf die Entfernung. Ja, ist draußen. Okay. Genau. Also ich mache echt drei Kreuze, wenn es Refuel and Rearm gibt. Landen. Kurz wohin rollen. Also, Sie haben ja schon mal irgendwo angemerkt, dass Sie es irgendwann machen. Das haben wir noch nicht gesagt, wann. So, ich bin jetzt Perinovka in der Luft, Lubat. Wir sind in der Lisa-Platzrunde, Posis an. Hast du Gunpods? Hat jemand da Gunpods? Ja, das war der einzige. Das sind ja diese Flügeldinger, ne? Ja. Ja, das war die einzige Maschine, die da war. Okay. Oder fliegst du lieber mit dem Gustav, du? Da fliegst du lieber in der Gustav als die Gunpods. Ja? Ja. Ah, ist jetzt zu spät. Weil die Gunpods sind einfach sauschnell leergeschossen und kosten so viel an Handling. Kann man die nicht ablaufen? Beim Ding kommen sie doch ablaufen sogar teilweise. Kann ich die nicht abwerfen? 1946, genau. Scheiße. Bei 1946 kannst du bei der 110 kannst du was abwerfen. Ja, nee, ich mach das. Das ist ja eine Wäsche. Oh, wer klemmt sich hier dazwischen hier? Schmausch. Ja. Oh, ich habe Gott sei Dank eine F4 bekommen, ohne Headrest.
Blau. Wie viele Flugzeuge sind wir denn da jetzt? Fünf? Wir keinen von euch? Oh. Emil? Links da? Na, ich sehe eine Maschine mit Lichtern und drei dahinter. Ich habe Lichter an. Weg Lisa, Platz runter. Robert, bist du jetzt schon mit dabei? Ja, ich bin in Perinovka, bin ich in der Luft. Ah, da sehe ich noch eine mit Lichtern. Ja, das bin ich und hinter mir sind die anderen. Dann reite ich bei uns ein. Gucken. Ziemlich tief. Ne, da landet jetzt einer, oder was? Nach da rechts rollen hier, ja, ne? Ja. Die bist doch kaputt gewesen, Annette. Das brauchen wir noch. Also auf den Sandpisten kann ich nicht mehr richtig nach rechts rollen hier. Wahnsinn. Ohne das Spur. Ich muss den Stabi auf den Propitch auf manuell stellen. Ja. Ich mache jetzt das Heckrad locker und dann geht's auch. Aber ich habe das Problem auch, wenn ich bei der G2 einmal das Heckrad gelöst habe und das wieder arretieren möchte, ich kann die Maschine nie wieder gerade ausrichten. Die rollt immer nur noch nach links. Ich weiß nicht, was das ist. Nur bei der G2. Total verrückt. Aber der ist noch wichtiger, den Propitch auf manuell zu stellen. Okay, wie viel darf ich höchstens Leistung geben im manuellen Propitch? Kannst schon voll Stoff geben, aber du musst halt dann reduzieren die Drehzahl am Schluss, wenn du abgehoben bist, auf automatisch gehen oder auf 90% oder 85% Propitch runtergehen. Ja, sobald du in der Luft bist, kannst du wieder auf Automatik schalten. Okay. Du kannst ihn sogar schon wieder auf Automatik schalten, wenn du so stehst, wie du stehen willst. Auf der Bahn, zum Start. So, vor mir rollt jetzt noch eine 109 auf die Piste, dann komme ich auch hoch. Victor. Ja. Ist es eigentlich, hat der Karaya nicht mal durchgerechnet, dass die G2 eigentlich viel schneller sein müsste als in dem Spiel? Nee, er hat sich beschwert, dass die G2 langsamer sei. Das liegt aber nicht daran, dass die G2 schneller sein müsste. Es liegt daran, dass die F4 zu schnell ist. Ach so, okay. Das war damals aber noch gar nicht so gewusst, weil da gab es den Editor noch nicht und dann konnte man nicht unter ISA-Konditionen testen. Ja, die F4 ist viel zu schnell eigentlich, ja. Genau. Wer aber schießt denn da? Die G2 ist schon auch zu lahm, weil die Jack ist ja genauso schnell wie die F4 eigentlich jetzt mit in der Sommerkarte. Und die G2 eiert so rum auf 5000, 6000 Meter jetzt bei der Hitze. Ich krieg's überhaupt nicht mehr stabil gehalten. Das ist irre. Machst du gerade Rakete da unten? Ja, ich hab noch ein paar Probleme hier mit dem Sand gehabt. Jetzt ist alles gut. Ich sehe nur immer keinen. So schlecht. Du bist aber schon bei Amy Solo, oder? Ich bin an gar keinem dran hier. Ich mach ja, Emil, wir sind auf deiner 9 Uhr hoch jetzt gerade. Lubert, wir sind direkt an der Startbahn. Also Perinovka. Marinovka. Peskovata heißt das, nicht Marinovka. Nein, bei Ja, da bist du am falschen Platz gestartet. Ja. Dann kann ich euch ja nicht sehen. Ich mache hier eifrig Runden und guck um mich. Wo sind die denn? Okay. Aber wir kriegen ganz offensichtliche Platzrunden auf 500 Metern. Lange Kette an so E4. Blind kann ich damit. Frageleistung. 0,8 ATA. 0,7 ATA. Also einen halben Tank habe ich jetzt schon verflogen hier. So, bin dran. Komm okay. Runter. Du fliegst Richtung Osten am besten. Wir treffen uns dann irgendwo... Nee, an der Front. An der Front? Okay. Ich gehe jetzt auf Steigleistung. Front und dann freie Jagd. Und geh mal über die German Train Station oder Richtung Artillerie. Richtung deutsche Artillerie. Nördlich, die nördlichen. Okay. Richtig, bei Gumrak, bei Ruinok. Steigleistung heißt für euch 1-3.
Arthur 132. Hi Raven. Hallo. So, ich bleib mal an der 109 mit den zwei Gunpods dran. Mach ich jetzt mal die Posis aus. Oh, Roter kommt aus 1 Uhr in unser Radar. Okay, ja. Drei Uhr. Wir gehen über Laser und machen erstmal Abstand. Die kommen mit Sicherheit in die Tür rein. Ja. Mit der Mine. Ja. Da müssen wir runter die Wolken. In die Wolken und raus nach Westen. Nach Norden. Vier Contrails. Ja. Ja. Sobald sie runter sind, schnappen wir sie uns. In den Wolken und Richtung Nord. Wer ist in der 109 in den Gunpods? Achtung, ihr. Kann sein, dass ihr da angegangen werdet. Kurz jetzt bitte. Nordwest, Nordwest, 330. Weg. Bleibt in den Wolken. Victor, seh dich, solange ich komme auch mal runter da, ne? Uwe wird auch geschossen. Da sind noch mehrere, die fliegen weiter. Ich gehe jetzt auf Nordostkurs. Die fliegen hinter uns her. Ja, genau. Die müssen uns sehen, bleib mal in den Wolken. Ja. Vielleicht schauen sie den Stream. Wir sollten eher unter die Wolken, dass wir uns sammeln können. Jetzt nochmal, wer ist die 109 mit den Gunpods? Wer hat denn jetzt die Gunpods, Leute? Keiner von uns, der gehört nicht zu uns. Oh, ich verfolge den die ganze Zeit. Hat doch jetzt irgendjemand gesagt, aber vorhin. Nee, ich war in Perinovka. Ich drehe jetzt in den Wolken Richtung Westen wieder, weil die fliegen ja weiter Richtung Norden. Ich drehe Richtung Süden ab. Unter sind immer noch oben. Bin noch hinter dir, Ringer. Victor. Wir keinen mehr von euch. Victor, die sind noch oben. Okay, jetzt gehen wir in Steigflug. Oh, die haben mich überflogen auf jeden Fall. Die fliegen jetzt nach Pest weiter. So, jetzt bin ich ja noch nicht dran. Dachte, der gehört zu euch. Maximale Verwirrung. Ja. Aber wir kommen von Norden wieder auf Marinovka rein. Ja. Im Richtig. Radar müsstest du uns sehen. Ich bin in Deutsch. Wir sind auf 1500 Meter Höhe circa. Verlassen Höhe. Die Russen zwei auf jeden Fall. Zwei auf jeden Fall. Okay, dann gehen wir ernst. Zwei bleiben oben, gehen weiter, Richard. Lang Lisa, weiter steigend. Liegt hier Richtung Osten. Jetzt sind sie alle runter. Alle einer runter. Ist noch hoch. Einer ist noch hoch jetzt. Einer zieht noch Kondens, die anderen nicht mehr. Seid ihr wieder über Marinovka oder seid ihr... Wir sind über Marinovka momentan. Okay, ich bin jetzt bei den zwei, die Richtung Osten jetzt fliegen, die sehe ich jetzt. Die anderen halten sich ja aus dem Radar jetzt. Bei blauer Richtung Osten, die gehen jetzt aus dem Radar raus. So, der letzte hat jetzt auch die Höhe verlassen. Keine Tracer, also keine Kondens mehr, ja. Hab jetzt Alhalo 30, Kurs 70. Ja, wir sind etwas nördlich von dir. Wir sind Hallo 30, Kurs 30 ungefähr. Mick. Ich komme jetzt nördlich da rein. Bis 345,6 bin ich. Dann bist du... Ja, dann dreh über Rolf. Wir sind direkt rechts von dir auf deiner 3 Uhr. Ja, 3 Uhr. E2, ja. Winger, ich habe gerade eben die Meldung gesehen, Bahnhof Gumrak unter Beschuss. Ja, wir steigen jetzt nach Richtung Norden weiter, noch nach Peschkatowka rein. War südlich vom Platz, ne? Also so hoch waren die eben schon. Ja, wir südlich sind jetzt auf 40.
Ja, deswegen steigen wir jetzt weiter in den Radar von Peshkovata rein. Mhm, ja. Und dann, wenn wir auf Höhe sind und sind immer noch nicht angegangen worden, dann gehen wir nach ja. Osten raus. Ich passe euch dann oben nochmal ab dann. Ist einer auf meiner Lisa von euch jetzt zu mir gekommen? Ich halte mich aktuell im südlichen Radarkreis auf, bei Halle Kontakt 48. Voraus. Kontakt 1 Uhr, Viktor. Ist aber ein Deutscher. 109, ja. Das bin ich, ihr seht mich jetzt. Ja, wir sind gerade Kondens betreten. So, ich gehe jetzt auch wieder auf Dauerlast. Dauerlast liegt an. So, dann gehen wir jetzt auf Ostkurs, ja? Ostkurs. Ich sehe euch auf dem Radar, aber nicht genau, wo hinter ihr dir, seid. 7 Uhr, 6 Uhr. Ja, 6 Uhr, weg. Ah, der ist voll über Rolf. Jo. Also wir gehen wieder unter die Contrails, würde ich sagen, ja? Okay. Jo, frei. Folgen uns noch 209er, ne? Ja, Lukas. Ja, ich komme gerade rein. Da müsste eigentlich noch ein Bombenangriff fliegen. Ich hätte irgendwie gleich noch Bock auf eine Heinkel. Da wieder ganz nach hinten, ja. Boah, das ist die am Arsch der, das am Arsch der Welt Ziel. Ja, aber es macht Spaß. Das ist ganz entspannend. Ich mach das auch ganz gerne. 7 Zigaretten beim Steigen. Also wir haben ja genug Jagd dabei, dann machen wir 3 Heinkels und Jagd dann nach dem Einsatz hier. Das wäre geil, ja. Wenn dann die Karte nicht verloren ist. Ich verliere mir die Karte nicht bis dahin. Da hat der Emil auch was zum Filmen. War geile. 480. Fragezeichen 3 Uhr. Höher, tiefer. Gleiche Höhe, 2 bis 3 Uhr. Ja, Victor, sehe ich. Ah ja, sehe ich. Höher. Er ist höher. Steigleistung. Betreten Contrail. Lubert, hast du einen Wüstenskin? Ja, so ein Master-Skin. Er kommt auf uns zu, da der Kontakt. Sieht aber langschwärmzig aus. Müsste eine 109 sein. Victor ist es. Dauerlast liegt wieder an. Unter Contrails auf Nordost. 80. Was soll 80 heißen? 80 Grad. Ah, okay. Wer ist die dritte 109? Die dritte sollte ich sein. Wer ist ich? Links da, Entschuldigung. Bin bei dir. Entschuldigung, bei mir langt ich üblicherweise, weil ich so eine Anzeige habe, der spricht. Kontakt unterhalb. 11 Uhr niedrig. Kurs Ost-West. Russe. Ist Russe? Ja. Okay, Winger, ich folge dir. Ich sehe nicht. Jetzt müsst ihr hinter dir sein.
sehen. Ja, geht ruhig an, ich folge dann. Dingster, ich bin an dir dran. Ich gebe auf deiner 6. Dingster, du greifst an jetzt, ja? Ja, ich bin hinter der Marseille-Skin. Ja. In der Unterhaus auch verloren. Ja. Doch. Hinter uns? Ja, sehe ihn auch nicht mehr, weil in Wolkenhöhe wahrscheinlich, ne? Irgendwo. War in die Wolken rein da. Ich glaube, der fliegt wieder kurz Ost. Hier, vor mir. Ja, ich glaube. Über uns 4 Maschinen Kondens. Victor, wir kommen jetzt runter. 109. Ne, dann war das aber, ich habe definitiv einen Russen gesehen. Hier sind auch ganz viele Kontakte, wir sollten wieder steigen auf unserer 4 Uhr. 3 Stück. 4 Stück, 5 Stück. 1 Uhr Richtung. Auf Kurs Südost Richtung sind 4, 5 Kontakte. Habe ich gerade verloren jetzt? Welchen Kurs fliegt hier? Wir drehen über Rolf, wir sind direkt über der German Train Station. Dings da bitte Lichtick. Hast du? Licht an. Moment, warte. Ja, Terminal habt sich. So, auf eurer 12 Uhr jetzt 4 Kontakte. 5. Ja. Da ist er. Auf 2 Uhr ist ein Kontakt, das ist ein Deutscher. Die bis auf 12 sind alle unklar. 1 Uhr unterhalb ist ein Kontakt. Deutsch. Welche Höhe habt ihr? Ich glaube, wir haben es mal wieder 40. Geschafft, uns komplett zu zerstreuen. Ja, es sieht so aus. Am besten sammeln 4000 in der Lisa. Lisa? Ja. Okay. Zum Beispiel. Also 3 sind, 2 Stück von euch sind hinter mir. Mal Leistung reduzieren vielleicht. Ich habe jetzt, einer hat Licht an, wer ist das? Einer von uns, wir sind weiter südlich davon. Da sind auch nochmal 2 in der Rotte. Ja, da wollte ich mich jetzt auch dran hängen. Denkst du, bist du höher als die anderen beiden? Ja. Ein wenig, wir gehen 1, leicht 2, runter. 3, 4 vor mir jetzt. Er geht jetzt runter? Ja. 30. Herr Richard? Ich bin da dahinter. Das ist eine Rotte vor mir, die auf 30 gegangen sind in der Richard. Ach, hier ist es. Also ich bin fast über der Sowjetartillerie jetzt. Dann komm, lass uns dort treffen. Ist gar nicht mehr da, oder? Unsere Artillerie wird angegriffen. Unsere Artillerie wird angegriffen, Jungs. In 315 nördliche Artillerie. Ich flieg dahin, ich bin auf Hallo 52. Über Bad-Gumrak. Dann fliege ich auch dahin, dann okay. Sehen wir uns da. Wo treffen wir uns? Gumrak. Deutsche Artillerie. Nicht Gumrak. Yeah, German Artillery by Dings Rhinock heißt das. 315, du 3. Welchen Kirchturm treffen wir uns? Ja, 45 würde ich sagen. So. Kontakt über dem Ziel. Auf Kirchturm 40. Geht über Rolf und stürzt jetzt. Weiterer Kontakt. Das ist eine Focke. Oh, da ist ein Russe, definitiv. Ein Russe, Hallo 40, über dem Ziel. Über diese Artillerie, ja? Victor. Ist er eher östlich oder eher westlich von der Artillerie?
direkt oben drüber. Hat jemand geschossen? Rose stinkt. Ich hab geschossen. Rose stinkt, ja. Geht zu Hause Zelt der Höhe, ich gehe rauf, ja? Ja, ja, greif ruhig an. Na, geht jetzt weiter runter. Angriff abgebrochen, er hat gedreht, 209er sind gerade reingegangen. Ja, so Fallo 40 immer noch in der Richard? Ich bin gerade in der Richard gegangen, der Fallo 40. Okay. Hallo 45 jetzt schon. Ja, der fliegt die ganze Zeit ruhig hier, eine ganz weite Richard. Negativ. Treffer brennt. Oh, du. Bin ich, oh, ich werde beschossen. Ich werde beschossen. Du wirst beschossen? Ja. Kirchturm. Halo 30, ich fliege auf Caruso 200. Negativ. Nee, du drehst bist du, hier. Bist du tief über der Wolga? Der beschossen steige wurde. Wieder? Naja, nicht tief, auf Halo 30. Ich wurde eben auf jeden Fall kurz getroffen, angepinkt und dann war ich wieder frei. Es war aber kein Flaktreffer, es hat jemand geschossen hinter mir. War das Sauber-Artillerie, oder? Was ist deine Position? Ich bin in Halo, ach Entschuldigung, Quelle 3514, bin frei. Halo 30. Ich komm zurück und steig aber. Ich bin hier an jemandem, ist aber ein Deutscher, weiß nicht. Hat gerade Licht angemacht, denke ich. Ja, das sehe ich auch. Westlich Wolga, ja, wo die Ausläufer beginnen, wird Mitte Wolga geschossen. Lubert, ich bin vor dir. Ah, okay, habe ich mir gedacht. Lubert, ich drehe jetzt, ich rolle. Ja. Lisa, ja? Ja, ja. Irgendjemand, der steigt über Rolf? Wer von euch steigt? Ich steige hier gerade über Rolf, bin auf Halo 45. Seid ihr zu zweit? Ja, Lubert ist hinter mir mit Gunpots. Wir sind zu zweit. Nee, ich habe auf Kirchturm 30 zwei Kontakte. Genau über dem Ziel. Nee, es ist südwestlich. Wenn ihr jetzt über den Marktplatz seid, dann habe ich euch auf Halo 45. Hier ist noch einer auf meiner 5. Ich bin auch mit reingekommen. Bad reingekommen, so. Okay. Rolf, Halo 45. 42. Ja, ja, genau, sind wir zu dritt. Leistung ist 63%, also Dauerlast. Und wir sind zu viert. Okay. Kontakt 1 Uhr niedrig, Prozent gegen kommt jetzt über der Wolga. Auf 30 komme ich jetzt Richtung Nordost. Ja, ich sehe den. Das könnte Posis der Winger an. Sein, Winger, ja, ist der Winger, ja, Winger, wir sind nicht schon Winger. Hier. Luft, direkt über Luftkampf auf der 3 Uhr von Winger über dem Fluss. Ein Stinker und zwei weitere Kontakte. Tief? Ja, tief, ich sehe es. Okay, Winger, ich komme auf dich rein. 1 Uhr unterhalb. Denkst du, bist du in der oberen Kette der dritte wieder? Zweite, ich. Gut, ja. Gerade Robert gesehen. Ich drehe auf Winger, ja, ihr folgt mir. Yep. Ja, Winger, gehst du rein? Ich guck jetzt, da unten sind zwei Kontakte. Zwei Sechsen. Östlich der Wolga. Tief. Plus 1,60. Langquadrat, Mitte 351. Ah, weite Richard. Krieg nicht mehr die Kurve hier. Oh, du stürzt ja ab in die Wolga. Ja. Ja, ja. Bin frei. Zwei Jacks steigen jetzt. Über der Wolga, 351. Ja, siehst du das? Geht da unten eine, ja. Gehe ich jetzt an. Seid ihr hier dabei? Ja, ich bin mit Winger. Ich bin sein Katschmarek. Ja, ja. Nee, ich frag nur, ob ihr hier dabei seid. Ja. Direkt 12 Uhr. Jetzt kommen zwei runter, ja? Ja, Scheiße. Sind wir. War noch einer. Mist. Der ist Matsch. Der ist weg, geht runter. Der macht nichts
Ist abgesprungen. Wir haben auf der tiefen 5, 4 habe ich einen Kontakt, das bist du, oder? Nee, das bin nicht ich. Okay, das war aber eine 109. Ich bin direkt hinter dir, Winger. Das war ich wahrscheinlich gerade. Ich bin jetzt an euch dran auf eurer 8. 7. 6. Ja. Ah, ich sehe euch. 6, du kriegst eine 6, Achtung. Das tief, ist aber eine Volga. Ja, das bist du, okay. Das ist alles gut, Aura alles gut. Mit 6. Tief, Volga, du hast eine 6 oder was? Ja, Viktor, Westkurs. Exakte Position? Also Planquadrat? 350 Mitte. 350 Mitte, auf Westkurs. Wir sind östlich von dir, wir sind östlich von dir. Wir kommen auch rüber. Wie tief bist du? Ja, ganz tief, der Motor ist getroffen. Immer noch 350 oder weiter auf Westkurs? Ja, ich will versuchen hier nördlich. Scheiße, Motor aus. Versuche hier runter zu gehen. Hab dich nicht gefunden. Nimm mal Dauerlast rein, Jungs. Ja, wir fliegen die Kisten noch kaputt. Ja, so wie ich. Welchen Kurs haben wir gerade? Eine weite 6 haben wir. Jetzt auf 5 Uhr. Ja, sehe ich. Ich habe hier eine Lage gefunden, über Stalingrad 3505 Wolkenhöhe. Geh weiter über Rolf. Jetzt gucken wir uns die an, das ist noch ein zweiter Kontakt da vorne, jetzt auf 1. Er kommt jetzt direkt auf uns zu. Liegt ein Header und ist aber eine 109. Leute, das bin ich. Ah, du bist es, okay. Einer ist noch ein anderer. Der ist gerade steigt über Rolf, ne? Ja. Der war auch ein Deutscher. Wo ist jetzt die La? Bin jetzt blind, sie ist über Stalingrad in 3505, östlich von euch, 5 Kilometer. Ach, jetzt, ihr seid genau drüber, wo sie sein müsste jetzt. Ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Halt, oder was? Scheiße. Und Contrails über uns, ne? Auf 7 Uhr haben wir mehrere Kontakte. Ja, aber die haben wir doch gerade alle überflogen. Ihr habt einen Kontakt auf 3 Uhr, geht rein. Kommt rein von 3 Uhr, ja. Ist nur 109. Scheiße, wegen habt ihr verloren. Ah, da, okay. Ja, so. Weiterer Kontakt, 3 Uhr. Ja, kommt wieder was rein. Auch nur 109. Gleiche Höhe, 3 Uhr ist auch noch Kontakt. Sinkt. Uhr unterhalb Kontakt. Über der Wolga zeichnet sich gut ab, unterhalb der Wolken. Visuell unterhalb der Wolken. Ja. Da wird auch geschossen. Wo? Flak gibt's da. Auf unsere 1, 2 Uhr. Du bist ja ein leichter Rolf. Jetzt fast 12. Ist aber, hat aufgehört. Aber da müsste irgendwas sein. Also, na, guck mal, 3 Uhr sind noch sichtbare Kontakte, 2 Uhr. Ah, blind. Bei Uhr unterhalb zeichnet sich vor der Wolke gut ab. Ja, aber fliegt's. Also ist ein langer Schwanz. Fliegt Nordwestkurs. Ja. Ich glaube, müsste 109 sein, ziemlich sicher. Okay, wir fliegen mal wieder Richtung Nordwest zu unserem Artplatz. Jetzt Wolga Ufer. Kontakt Richtung Ost. Tief. Ja. Drei Uhr Kontakt, zwei Kontakte, gleiche Höhe, weit entfernt. Bin ich völlig blind. Ja, Berührer.
sieht euer Sprit aus? Ich habe noch 120 Liter. Ich habe noch über 200. Ja, 150 bei mir. 250. 1 Uhr reinkommt jetzt der Kontakt. Leicht unterhalten. Ja, Victor, berühre. 109. 109, ja. Über Lisa. Seid ihr noch auf Dauerlast? Ja. Ja, okay. Du hast die Gunpops drunter, gell? Negativ. Also, der Lubert hatte die, deswegen ist, der hatte sich auch in die Wolga gerammt. Er stört jetzt nochmal ab. Ich habe jetzt eine A3 zum ersten Mal gekriegt, komme ich gar nicht klar mit. Ach, die müssen wir nochmal mit üben. Ja, aber die, ich weiß noch nicht, das Spornrad wollte gar nicht sperren, irgendwie, keine Ahnung. Spornrad, du kribbeln noch hinterziehen. Hinter mir Kribbel nach hinten, ne? Spornrad, ja. Reicht das dann? Du hast keine Taste da, oder? Nee, du musst ihn aber nach hinten gezogen halten, bis du auf 150 km/h bist. Dann kannst du einen Stick vordrücken und dann hast, hebt das Leitwerk ab. Okay. Dann hast du Seitenruderwirkung. Kontakt 12, auf deiner 2 Uhr, 3 Uhr jetzt, Finger. 11 Uhr ist ein Kontakt, 2 Uhr, 3 Uhr sehe ich nichts. 12 Uhr jetzt direkt. Das ist aber das nur 109. Das ist die 109. Und auf Gegenkurs fliegt, ist ein weiterer Kontakt tiefer. Und der fliegt uns jetzt. Und steigt an der Seite wieder hoch, ist aber auch nicht. Nee. Das ist ein Russe. Okay, dann. Dann ja, Russe dreht auf mich ein. Greif an, ich sehe nichts. Negativ ist nur 109, die auf mich eindreht. Dann mach ich wieder Normalleistung. Denkst du, du bist am Angreifen? Nein. Ich bin hinter euch. Also war doch kein Russe? Negativ. Wahrscheinlich 109. Nicht. Sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich Toast. Sorry für viel Alarm. Passiert. Nur noch Gumrak und unsere Ares ist übrig. Bahnhof Gumrak. Also wenn wir diesen Heinkel Raid jetzt machen wollen, dann müssten wir den mal langsam starten. Na, die Frage ist auch, wenn ein Ziel zerstört ist jetzt noch davon, vielleicht ist dann schon die Karte zu Ende. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Werden sich jetzt auf die zwei Ziele dann noch stürzen. Ich denke, das geht jetzt relativ schnell. Ja, jetzt noch ein Bomber-Raid auf das weitest entfernte Ziel zu fliegen, macht keinen Sinn. Nee, nächste Runde, nächste Karte dann. Kontakt 1 Uhr oberhalb, um 2 Uhr, zwei Kontakte, leicht ja, oberhalb. Ja, Victor, sehe ich. Könnte ein Russe sein, auf die Entfernung. Auf jeden Fall, das eine fliegt dem anderen hinterher. Rotte fliegen die nicht, dafür sind sie zu weit entfernt. Dann kürzen wir mal ab über Wolf. Ja, Victor. Folgt dir. Du und sagst mal auf Steigleistung. Ja, okay. Steigleistung. Das sind zwei Messers, oder? Das hintere bin ich mir nicht ganz so sicher. Doch, das sind Messers. Okay. Nee, das ist, ist eine 202, das hintere. Weiter Kontakt auf 11 Uhr. Niedrig. Wolkenhöhe. Bin blind.
Dauerlast geht wieder rein. Jetzt mittlerweile auf 10 Uhr, wandert auf 9, weit entfernt. Oh ja, krass gute Augen hast du, ja. Dann führ du an, ich sehe nämlich nichts. Führ mal an, bitte. Ich habe ihn verloren. Na, ich bin jetzt auch blind, da ist jetzt raus aus dem Ranger. Wir haben noch über uns was auf der 12 Uhr. Auf 11, ne? Ja. Ja, jetzt, ja. Danke, Leistung. Zusammenbleiben klappt immer besser. Das ist ein Bomber, das ist ein Bomber auf 11. 111 aber. Möchte eine heimkehrende Heinkel sein. Könnte sein, ja. Ja, ja, wir hatten gerade irgendwie Meldung bekommen. Dürfte eine Heinkel sein, ja. Victor ist es. Dauerlast. Unser Bahnhof angegriffen. Okay, über Rolf. Vielleicht können wir denen den Weg abschneiden. Control auf 1 Uhr hoch. Jo, jo. Aber er hat den Bomber mit Sicherheit gesehen. Wenn er den Bomber nicht angeht, ist ein Deutscher. Fragezeichen, 3 Uhr. 500 Meter niedriger. Victor. Das ist ein Langschwanz. Das ist eine 202, glaube ich. 202. Lange Flügel. Dings, da steigt gerade. Ja, Victor. Verwirrung. Bin auf direkt auf dem Ziel unsere Train Station. Auf dem Kurs. Ah, okay, habt ihr schon wieder. Fragezeichen, 11 Uhr. Victor. Berühre. Berühre. Müsste aber ein Deutscher sein. Ja, ist ja filigran. Scheiße. Schuck? Voll gerammt. Ich hab ihn gerammt, ey. Ich war zu schnell. Wen denn, den Deutschen oder was? Nee, ein Feind. Ich hab geschossen und bin in den reingeflogen. Wo war's denn? Ja, kurz vor der Wolga. Warum fliegst du nicht mit uns? Ja, ihr wart schon die ganze Zeit unterwegs. Ich bin dann nochmal gestartet. Der dreht auf uns ein, der Kontakt von 11 Uhr. Ja, das war zwei Stück. Das ist der zu uns reinkommt, ist eine Focke oder eine 109. Dahinter ist noch einer. Über Lisa. Leistung. Der andere ist Kampfleistung. Das könnte los sein da vorne. Obwohl, nee, ist glaube ich auch eine 109. Ah, ist auch eine 109. Dauerlast wieder. Contrail, 3 Uhr. Berührer. Zwei Kontakte sind da. Einer ist ganz kurz unter Contrail. Heinkelbomber und ein Jäger. Ja, da wird angegangen, ne? Ein Bomber da oben. Auf kann sein, hoch. Ja. Dike-Leistung, aber der schießt nicht, also ist ein Deutscher. Okay. Oder hat den Anflug verkackt. Nee, der fliegt Kontakt nicht so, als würde... Kontakt 12 Uhr sinkend. Jetzt 11, 10. Victor. Ist ein 109. Ja. Wo sind denn die ganzen Russen? Wie viele sind hier denn drauf? Die gewinnen 31. Die Karte, während wir uns hier gegenseitig ja. Also die Russen sind bei Planquadrat 315. Waren mindestens 3 Feindjäger. Ja, weil wieder keiner bombt. Ich bin nachher Stuka. Meiner Grafikkarte geht sowieso ja ganz dran. So, die fliegen da Sperre über unser Ari.
Denkst du, du bist relativ weit weg von uns, oder? Nö, so weit nicht. Weil dann haben wir nämlich eine weite Sicht. Nee, das bin ich. Und die sind da in mittleren Kontakt Höhen. Kontakt auf, 10 Uhr. 109. Ganz leicht. Okay. Und Contrail oberhalb. Auf ja, 10 auf 11. Uhr. Zieht aber auch Richtung Artillerie. Contrail. Ja. 11 Uhr Kontakt, leicht unterhalb. Zwei Kontakte, unter dem ist auch noch einer. Elf Uhr langsam nach Hause. Uhr. Ich glaube, der Kondens hier ist eine Jack, die stürzt gerade runter. Eure 9 Uhr. Ja, da kommt jetzt was auf uns runter. Mehrere Kontakte auf eurer. Entschuldigung. Auf eurer 2 Uhr, 3 Uhr. Da ist ein Russe mit dabei auf eurer 3. Ich bin jetzt über euch. Hinter euch. Ich bin hinter dir. Okay, auf 3. Kampfleistung ist drin. Ja. Links da, ich komme wieder an dich ran. Victor. Ich schränke hinter den beiden. Ja. 1 Uhr ist ein Deutscher. 12 Uhr ist unklar. Steigend jetzt. Ja, 12 Uhr über Rolf steigen, das ist aber auch nur 109. Echt? Sieht mir arg russisch aus gerade. Okay, alles klar. 4 Uhr, 2 Kontakte. Einer ist reinkommt auf uns. 5 Uhr. Na, Victor. Geht jetzt eng rein. Das ist aber was Langschwanziges, ja. Mega kurzer Lichtcheck. Blink. Okay, alles klar. Hab dich nicht verloren. Meine Lampe ist an, ich muss zurück. Ja, Heimatkurs. Okay. Dann auf. Laut Radar kommt ja da unser Entsatz gleich. Ich muss gleich mal in den Statistiken gucken, aber ich müsste jetzt so ziemlich genau der 10. Einsatz sein, wo ich nicht abgeschossen werde, was ziemlich geil ist. Ja, ich mag das auch gerne. Dann fliege ich lieber eine Stunde Patrouille und gehe nicht drauf. Ja, und ich meine, ich habe dabei ja auch was gekillt. Ich glaube, ich habe jetzt 3 Abschüsse in diesen 10 Sorties. Lubart, was machst du da? Ach. Der Gumrak wird angegriffen, müsste direkt hinter uns sein. Gumrak unter Beschuss. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr. Ich hab keinen Sprit mehr, ich muss zurück. Ich dachte, das wäre so eine Kiste. Bist du dran? Ja, ich bin dran. Hast deine Frau 6, ne? Aber das ist was Deutsches. Ich bin doch auch noch hier. Ich hab noch ungefähr. Ich hab 80, 90 Liter, ich komme auf jeden Fall nochmal mit. Ich sehe aber irgendwie beim Train Station Gumrak gar nichts gerade. Ja, aber das dauert auch immer ewig, bis die Nachrichten kommen. Wer weiß, wo der ist mittlerweile. Jetzt Bahnhof ist der Bahnhof erledigt. Okay. Oh nee, Bahnhof hin. Aber wahrscheinlich der feindliche, so wie es aussieht, ne? Ja, weil scheint nicht unsere zu sein, ne? Ah, geil. Okay, Dings, da ich drehe jetzt auch ab. Ich mach noch einen Überflug über den Bahnhof. Na, dann ist jetzt doch noch ein Rennen. Dann. Soviet Troops, dann greifen wir ein paar Stukas die Panzer an, oder? Ja, könnte man machen, aber nicht. Sind wir zwar Toast? Okay, ich schleiche mich in den Wolken weg.
Bist du wieder auf Dauerlast? Ja, ja, ich bin die ganze Zeit. 1,1 Arter mache ich jetzt Spargang. Caruso? 255. Wolkenunterkante. Jetzt ist Gummark zerstört. Jo. Hast du gesehen, wie es da eingekracht hat? Nee, nee, nee. So ein Scheiß. Was soll das denn, ey? Ich sehe aber jetzt was rauchen. Ja, ich sehe einen Kontakt. Kommt ab, runter gerade, sehe ich. Kurs Ost. Ich bin nämlich gerade reingekommen hier. Tiefer Kontakt. 2. Ich schaue mir das gerade an, Dixter, deswegen drehe ich so blöd rum. Ist mir jetzt egal. Heimatkurs. Dieser. Ich habe noch ein bisschen Sprit, ich bleibe über Gummrack. Ich komme jetzt gerade rein hier, tief. Zwei Kontakte kreisen hier um eine Bahn. Ach du Schreck. Hier sind fast 10 Kontakte. Wird geschossen, ja. War südöstlich. Er kriegt 6. Ist das nur ein Russe da? Nee, ich denke mindestens 2. Das sieht aber so aus wie ein Russe und 509er. Peschka. Jawohl, kann sein, ja. Dingster, wollen wir noch mal gucken gehen? Hast du gerade gedreht? Ja, ich zieh grad Looping, ja. Ja, oder flieg nach Hause? Nee, ich flieg nach Hause. Das wird ein bisschen knapp. Ich hab noch 30 Liter, die ich verfliegen kann. Dann müsste ich nach Hause. Ja, alles Deutsche. Zu spät. Ist der Luftkampf noch? Negativ. Kein Luftkampf mehr? Negativ. Na komm. Jetzt reicht's wirklich. Jetzt haben wir nur noch ein Ziel. Da werden sich jetzt alle tummeln, da. Ja, entweder wir versuchen die Karte zu gewinnen und greifen mit Stux an. Aber du müsstest da hinten im Hinterland das Ziel noch zerstören, das wirst du wahrscheinlich nicht schaffen. Nee, du kannst auch das Vordere angehen. Ach, obwohl, wir haben. Deutsches Ziel ist nur noch eins da, oder was? Ja, aktuell ja. Ah, unser, ja. Das 315er Artillerieziel. Direkt an der Front, das heißt, die haben es ja nicht weit. Ja, dann ist Verteidigen das Beste, oder? Ja, dann, ja, ran dich erstmal. Jetzt wieder in der Kiste. Über der Ari wird geschossen. Sind aber aktuell 5 deutsche Maschinen hier. Wie willst du eine E7 nehmen oder irgendwie so einen Kurventeil? Nö, ich flieg weiter die Friedrich. Jetzt mit dem Stabi ist das ein geiles Flugzeug. Was ist denn mit der Stabi? Ich habe den Stabi auf dieselbe Achse gelegt wie ins Höhenruder. Und das bedeutet? Das bedeutet, wenn du kennst das bestimmt, wenn du einen schnellen Anflug machst. Ja. Dann zieht die Nase voll hoch und dann musst du Stabi nachregeln. Und wenn Stabi bis dahin noch nicht angefasst hast, irgendwie mal aus Versehen, und dann verreißt dir total. Und das fällt weg, weil du permanent den Stabi nachregelst. Und außerdem kannst du viel besser einkurven, weil der Stabi gleich mitgeregelt wird, wenn du festziehst. Das heißt, wenn du am Höhenruder ziehst, verstellst du automatisch auch die Stabi. Richtig. Funktioniert das gut, ja? Das funktioniert hervorragend. Aber dann hast du es negativ gemacht, oder was? Wenn du ziehst, dass dir dann nach unten geht die Nase, oder wie? Nee, wenn ich ziehe, geht er nach oben, der Stabi. Also analog zur Höhenruderbewegung. Okay. Russen angeschossen. Hier, Wolka. Ich
Ich würde ja gerne landen, aber es stehen drei Maschinen blöd herum, ja. Ich glaube, ja, ich gehe unter den Pirouetten auf der Landebahn. Ich drehe mal auf die südliche Landebahn, also die Nord-Süd-Achsen-Landebahn und komme von Süden rein. Ja. Bringe das wieder in der Luft. Bin Lisa Platzrunde. Da denkst du, dass wir uns nicht in die Quere kommen, ne? So zuerst dann. Ah, Victor. Stehen immer noch zwei mitten drauf, ne? Ja, ja, das sind zwei Lunels, die nicht wissen, wo sie hinwollen. Ich glaube, ich schaff's noch vor dir. Ich lad mal eben. Okay, mach das. Wenn du auf dem Radar guckst, ich bin jetzt über Marinovka, genau, über dem Kaff, kann gleich landen. Ne, du landest vom Norden rein, oder? Ja. Bist du... Stinkst du? Irgendeiner sollte stinkt nicht, da. Nein. Hat Licht stinkt, kommt von Norden. Dann stink ich. Du setzt ja, gleich auf in 3 Sekunden, ne? Nee, das nee, damit ist doch nicht. Doch nicht. Okay, alles klar. Ah, okay. Wir benutzen mal die andere Landebahn hier. Das kleine Ding. Gehen wir im Gegenanflug der West-Ost-Piste? Ja, die, genau. Schmausch landet Süd-Nord. Und? Holla, die Waldfee. Ja, ich merke, ich seh's. War alles geklappt. Nichts abgerissen. Genau so lande ich jetzt auch. Sobald hier ein Russe reinkommt, wird er zerflattert hier. Das sind ungefähr 10 deutsche Jäger. Die Sperre fliegen. Dann sollte man auch Bodensee da angreifen. Die kommen hier einzeln rein, werden direkt verflattert von allen. Also, ist egal, von mir aus können wir uns auch in den Stucker setzen und die sowjetischen Truppen angreifen. Also ich würde jetzt gerne irgendwie aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und der Müdigkeit lieber einen Bodenangriff fliegen. Okay, dann komme ich zum Landen rein. Ich bin gerade über den Truppen. Im Moment. Kann man, das sind ja auch weiche Ziele, kann man vielleicht mit dem Jäger die weichen Ziele kaputt machen? Ich guck mir das mal an, ich bin ziemlich hoch. Ich nehme an den Kanonenvogel. Klappt das gut mit dem 3-7ern da Panzerknacken? Geht das? Ja, ja. Das geht sehr gut, ja. Du musst, was ich finde, sehr geduldig sein, was aber auch realistisch ist. Manchmal ist es so, du pinkst einen Panzer an und das dauert ewig, bis er raucht, ohne dass du nochmal triffst. Aber irgendwann knackt sie ihn dann trotzdem noch. Mit einem Schuss geht nicht oder so? Ja doch, sag ich ja. Also wenn du ihn einmal eingepinkt hast, dann einfach warten. Irgendwann fängt er an zu rauchen, aber klappt halt nicht immer. Ist das ist schwieriger wie 46 oder irgendwo? Also ich finde, die gehen schneller kaputt als in 46. Okay. Aber ich habe auch nicht so viel mit der BK da geschossen, muss ich sagen. Marsch sitzt in einem Kanonenvogel. Lasse Motor an. Na, dann wird dein Streak von 10 gleich runtergehen. Und dann das geht. Mhm. Okay, BK. Wie viel Sprit? 50. So, ich bin auch Kongo. Ja, und ich lasse es aber gut sein. Oh, ist aber schade. Ah, ich krieg einen steifen Nacken. Solange es nur der Nacken ist. Ist jetzt auch was los, ne? Also, da jetzt auch Beschuss in der Luft. Okay. Ich nehme mal eine E7 so mit einer Bombe mit, ja? Ich bin kurz mal AFK. Jo. Victor. Schmausch, guck nach rechts hinten.
Also im Norden ist ja, es ein bisschen ruhiger geworden. Ich drehe gerade weg von dir. So, jetzt habe ich auch eine 6. Für mich auch der letzte Flug. Wir haben jetzt keinen Jagdschutz mehr. Doch, ich sage, ich habe eine E7 und ja, nehme eine Bombe mit. Gute, super. Löse ich wieder ab. Ich habe nur Ruckler. Anderes wie Stuka kann ich, denke ich, hier gar nicht spielen. Du bist ja auch Anwärter im STG-2. Ja, trotzdem, also, nee. Bei 2,4 GHz Prozessor machen es halt nicht. Ach, das ist... Und weißt du ja, was du dir zu Weihnachten wünschen musst. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Fahr mal da, du Fucke. Mr. X hat ein Video hochgestellt, wo er dogfightet mit der U. Das ist so witzig. Ich habe ja letztens auch gegen bei zwei PEs gedogfightet. Und? Ja, hast du gewonnen, oder? Nee, ich habe sie beide als Abschuss bekommen später, nachdem ich aber auch down war. Geil. Du bist hinter mir dran, Digga? Nee, ich stehe hinter einer Fokker, die hier sich den Weg lang schleicht. Auf dem Weg zur Bahn schon vor. Feuerbefehl, ne? Der hat's Table nicht gelockt. Er macht Schlangenlinie mit seiner. Okay. Ach du Schreck, die E7 mit der Bombe unten drunter, die hat ja die Headrest hinten dran. Schmauch, hast du ins rote Forum geschrieben gerade? Nee. Ja, die hat auch die verstärkte Panzerung, also die ist bestimmt nicht so gut im Kurven. Ach schön. Naja, wenn man im Krieg ja nehmen, was man kriegt, da. Ja, genau so war's, ne? Kannst du vielleicht jetzt mal ein bisschen weiter vorrollen mit deiner Scheißfocke? Hinter dir ist auch noch eine. Hinter dir ist die Hölle los, Winger. Ja, ich stehe auch schon bereit hier mit meiner. Ich mach jetzt mal Rakete, das wird ja hier so gar nichts. Der macht jetzt Rakete, ja? Okay, dann mache ich auch Rakete. Ich sehe, wie hier eine Bombe in der Luft hängt unter der Stuka. Aber eben in der Luft. Rakete. Harta 1-3, 2300 Umdrehungen, Kühler beide 100. Lolo. Da kannst du zurückdrehen. Okay, wir sind direkt auf Kurs, ne? Ich bin hinter dir. Ich bin jetzt erstmal in die Lisa-Platzrunde gegangen. Lisa? Ja. Ah ja, ich sehe dich. Aber warten wir noch auf jemanden? Keine Ahnung, auf unseren Jagdschutz vielleicht? Na, ich bin in der Luft hinter euch. Luft. Kannst schon auf Kurs gehen. Dann drehe ich auf Kurs. Bist du noch hinter mir oder bist du auf meiner? Ja, ich bin auf deiner beiden 6, aber ich kürze jetzt ab. So, jetzt möchte ich aber auch eine Spitfire bekämpfen. Wie gehen wir rein? Ganz tief, oder? Tief, ja. Auf den Sommerskins siehst du richtig schön, wie das Flugzeug glänzt im Gegensatz zu den Winterskins. Klasse. Ich auf 1-2 Arter.
Ja, ist gut, dass ich mal rankomme. Dann fliegen wir schön nebeneinander. Damit der Russe zweimal zwei MGs in die Fresse kriegt. Na, dann nehme ich noch weiter raus, dann kommst du gut ran, Dinger. Ja, ich bin noch auf 1,3er, Alter. Ja, das macht den Bock nicht so fett in der Stuka, ob 1,2 oder 1,3. Meine eine ist 300, ganz genau. Ja, ich bin ein bisschen schneller, ich komme ran. Sollten auch Treetop fliegen, ne? Bitte? Auf Baumwipfelhöhe. Ja, ja. Ich bin mal raus. Lubert, das wird schon. Ja, ja, irgendwann. Die Lernkurve ist ziemlich steil, aber irgendwann hast du einen Bogen raus. Nee, das Problem ist auch hauptsächlich der PC momentan. Also das wird nicht reichen. Ich muss da gucken, was ich mache. Es reicht für die Kampagne, aber da ruckt dann auch manchmal. Ich muss mit für 30 FPS hier spielen und ja, niedrigen Einstellungen. Ich habe jetzt momentan ausgeglichen. Kann ich ganz runterschrauben. Eigentlich wie sieht es aus bei dir mit Geld für einen neuen Rechner? Oh. Nee, momentan ist da nichts drin, das ist halt das Problem. Schuck, was los? Boah, ich weiß auch nicht, unkonzentriert. Ich hab grad woanders hingeguckt und bin gerade im Boden. Ach so. Ja, ich habe auch schon einen steifen Nacken da. 2300 und 1,2, ja? Bin ich so fit. Ja, Victor. Etwas über 1,2, ich weiß nicht. Ganz halt hier rumgekreist. Außer gekreist habe ich halt nichts. Mach's gut. Mach's gut, Lubert. 1, 2, 5 oder sonst. Ciao. Victor. Außer rumkreisen habe ich heute auch nichts gemacht. 2200 Umdrehungen habe ich jetzt. So, ich bin auch mal weg. Macht's gut. Mach's gut, Schuck. Ciao. Er ist halt nicht mit uns geflogen, der Schuck, der Gute. Ja. Aber wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen runter, sonst gibt das nichts. Richtig. Schicke Lederjacken habt ihr an. Winterkleidung. Ich sehe mich gar nicht. Was ja natürlich auch cool wäre, wenn sie statt der Leuchtkugel uns noch eine Pistole mitgeben. Wenn die Cockpit-Haube dann weg ist. Bei Rolf gab's das, ne? Nicht zu tief, gell? Ja. Die Bäume weg. Ich merk's gerade auch. Gestern habe ich mit einer 109 einen Baumwipfel mit dem Flügel gestreift und ist nichts kaputt gegangen. Da gibt's das auch. Ja, das geht. So, ich mach mal ein bisschen höher, gehe aber nur auf Wolkenuntergrenze. Das ist gut, ja. Ich erhöhe die Drehzahl ein bisschen auf 2300. Ja. So, ich bin offline, Jungs. Schlingsam war's gut. Hoffentlich sieht man dich öfter wieder jetzt. Ja, mit zu vielen macht das doch schon Spaß. Da komme ich doch lieber mal, wieder vorbei. Sehr schön. Tschüss. Bis demnächst. Alles klar, bis dann. Ciao. Ciao. Fliegt dir deine Maschine gerade, wenn du die ganze Zeit den Stabilisator mit dem Höhenruder automatisch regelst? Die fliegt wunderbar gerade. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil wenn du ziehst am Höhenruder, dann stellt sich ja der Stabilisator auch noch höher, dann ziehst du ja wie bekloppt nach oben in dem Moment.
Oder verstehe ich das falsch? Ja. Also, was ja? Ja, richtig oder ich verstehe es falsch, ja? Nee, nee, du verstehst es richtig. Ah. Da muss man die ganze aber Zeit drücken. Aber der Zug nicht wie bekloppt. Das ist, weil du, das ist ja analog, der Stabi. Ah ja. Also, wenn du volle Kanne ziehst, dann regelt der den Stabi auch volle Kanne hoch. Aber, also ich finde es nur positiv, weil das Ergebnis ist, dass du deutlich besser kurvst. Du verlierst okay. zwar, wenn du einkurvst, auch sau viel Energie, aber das bin ja, ich gewohnt ja. von der Forke. Und wichtig beim fetten einfesten Einkurven ist ja, dass du Vorhalt dir rausholst, damit du den Todesschuss landen kannst. Das fand ich, ging bisher bei der 109 überhaupt nicht so gut. Bei der Focke wunderbar. Okay, muss ich mal ausprobieren. So, ich fliege jetzt mal ein Stückchen vor. Vielleicht finde ich schon Flak, die ich angehen kann. Ja, du kannst ja auch mal gucken, ob da irgendwas mit Jagd schon ist. Ja, als erstes muss die Bombe loswerden. Ja. Aber Wigger, ich muss jetzt uns, glaube ich, auch mal ein Lob aussprechen. Wir sind so hartnäckig und fliegen so regelmäßig und quatschen jeden an. Das STG-2 TS ist doch richtig beliebt geworden, oder? Ja. Aber, echt wobei ich sagen, Feuerzauber 12 Uhr. Wobei ich sagen muss, wäre auch schön, wenn man alle Leute, die auf dem Server sind, zumindest die meisten mal irgendwie auf ein TS bringt. Das sieht so aus, als hätten wir da ganz schön viele Feinde. Ich hau die Bombe raus, ja? Oh ja, ja. 11:05 Kontakte. Bombe ist raus. Rotes Feuer. Na dann, viel Erfolg. Bleib tief bleiben. Ja, ich bleib tief. Ich dreh etwas auf Ost. Ganz tief runter. Die folgen jetzt den Deutschen da. Es kommt ganz unter Baumwipfel, lass uns nicht sehen. Auf Grasnarbe, wirklich Grasnarbe runter. Ich gehe ja runter, ist ja gut. Oh, auf 12 Uhr ist noch mehr. Da ist er. Wollen wir abdrehen? ist dir dein virtuelles Leben so viel wert? Rein direkt auf die Panzer jetzt. Erstmal Panzer identisch. Wow! Ich hätte beinahe einen Russe noch gerammt, Junge. Lebst noch? Ja. Ja, der ist ein Zentimeter vor meinem Reh, wie lang? Geht ihr rein? Wir warten schon. Auf dem Weg, ja, das dauert. Noch ein bisschen. Wir sind jetzt noch diesseits der Front. Südlich von dem Flüsschen. Alter, hier sind so viele Russen. Hinter mir direkt eine Jack. Na prima. Soll ich die denn jetzt hier loswerden mit dem Ding? Ich fliege hier zwischen den Auskommen. Bäumen durch, Winge. Ja. Folge. Da vorne ist das Kaff. Bisschen rechts müssen wir uns halten, mehr müssen die Ziele sein. Ja, ich drehe. Etwas hoch. Müssen wir was sehen. War die dümmste Idee des Tages hier mit der E7. Ja, mein Spiel ist gerade. Mein Spiel ist abgestürzt. Oh, nein, mein. Nee, oder? Oh. Das kotzt mich an. Oh, jetzt gibt es ein EL2 hinter mir. Ich sehe hier aber keine Panzer. Kommen erst da vorne. Hey, das ist dir doch auch schon mal passiert, ne? dass das Spiel einfach abstürzt, wenn du am Ziel angekommen bist. Ne? Oh Gott. Das ist eine Einstellung vom BOL für die Deutschen. Ja, genau. Wenn es gefährlich wird, dann werden die einfach weggespawnt. Ich muss zurück, wenn ich es noch zurück schaffe. Ach nee, nee, um Gottes Willen. 4 Maschinen hinter mir. Oh, hier ist jede Menge Flak. Weißt du was? Mir reicht's, ich springe gleich. Oh ja, ich springe. Kann man seinen Stream nein! Auch halten. Ich wollte gerade springen. Und dann haben sie dich noch gefrackt. Ja, ich habe gerade auf STRG-E gedrückt und der wollte gerade die. Du schießt meinen Gunner eigentlich nicht? Kannst du aufdrücken. Manchmal gibt's auch den Bug, dass du dem nichts sagen kannst, dass er nicht schießt. Aber was in dem Update auch neu ist, die Maschinen explodieren nicht mehr so schnell, wenn sie abstürzen. Oft rollen sie einfach nur über. Ja, da sind 39 Russen über dem Ziel. Das kannst du vergessen. Ja. Dann zieh dich definitiv raus, Dinge. Ich bin schon tot. Wir haben eben so 5 Sechsen gehabt. Ah ja, okay.
komme überhaupt nicht mehr reingespawnt.